Ich finde die, also natürlich die Intensität, die bei Bacon ja sowieso total präsent ist, aber auch er hat noch mal, nimmt nochmal Kontakt mit dem Betrachter auf und schaut ihn an, was bei vielen Arbeiten von Bacon ja nicht mehr der Fall ist. Und diese gleichzeitig eben noch diese Menschlichkeit, die dann aber auch durch dieses Wegwischen des Gesichtes natürlich auch den Schmerz, die Trauer, menschliches Leid alles ausdrückt. Aber ich finde, er ist auch noch sehr stark diese menschliche, dieses Gesicht, diese Person, die er da ist.